Moin Kaspar. In den heutigen Übungen wollen wir unsere Wirbelsäule durchbewegen und auch ein leichtes Bauchkrafttraining durchführen. Am Anfang dafür falte deine Hände und platziere die Hände an deinen Hinterkopf. Die Ellbogenspitzen gerne zusammendrücken. Jetzt sollst du deinen Bauchnabel 5 cm reinziehen und hebe deinen Oberkörper mit deiner Bauchkraft an und ziehe gleichzeitig dein rechtes Knie zum rechten Ellenbogen. Beweg dann wieder den rechten Fuß ganz runter, deinen Oberkörper auch auf den Boden und dann komm gleich wieder hoch und zieh dann dein linkes Knie zum linken Ellenbogen. Führe diese Bewegung in deinem eigenen Tempo durch. Achte ein bisschen auf deine Atmung, halte deinen Bauchnabel reingezogen, dass deine Bauchmuskeln gut mitarbeiten. Wenn du selber müde wärst und meinst, du hättest jetzt die Grenze erreicht, dann hörst du einfach selber auf, machst also eigenständig Pausen. Spüre in dieser Bewegung auch deine Wirbelsäule. Lässt sie sich gut bewegen, lässt sie sich Wirbel für Wirbel heben bzw. auch wieder senken. Wo fühlt sich vielleicht auch die Wirbelsäule hier ein bisschen steifer an? Auch das mal zu prüfen, wahrzunehmen und auch versuchen, in diesen steiferen Bereichen hinten frei zu lassen, sodass diese Bewegung auch von deinen Rückenmuskeln erlaubt wird. Führe ruhig nochmal jede Seite zweimal durch. Schön atmen dabei. Es darf gerne anstrengend werden in den Bauchmuskeln. Die dürfen wir gerne spüren. Da wollen wir ja auch hinarbeiten. Super. Wenn du das nächste Mal auf dem Boden angekommen bist, dann bleib ruhig auch unten liegen. Leg die Arme zur Seite weg, sodass du da Entlastung reinbekommst. Und atme mal so ganz tief durch. Versuch auch mal in deinem Bauchraum hinzuatmen. Atme auch wohltuend und auch frei wieder aus. Falte nun wieder deine Hände, wenn du eine gute Pause gemacht hast. Platziere sie wieder an den Hinterkopf. Wir machen diese Übung so ähnlich nochmal, nur dass wir jetzt diagonal arbeiten. Das bedeutet also, wenn du deinen Oberkörper hebst, drehst du deinen Brustkorb und ziehst diagonal diesmal das Knie ran. Genau. Und sonst auch wieder runter und dann wieder hochkommen beim nächsten Mal. Auch hier ist der Bauchnabel reingezogen. Jetzt sollst du ein bisschen mehr in den schrägen Bauchmuskeln arbeiten. Genau. Linkes Knie zum rechten Ellbogengelenk oder rechtes Knie zum linken Ellbogengelenk. Und spüre auch in dieser Bewegung diese leichte Rotation in deiner Wirbelsäule. Spüre, wie deine Dornfortsätze hinten übereinander weg bewegt werden. Atme dabei, lass es anstrengend werden. Lass gerne auch hier deine Bauchmuskeln gut spüren. Arbeite auch immer hier in einem Bereich, der sich noch gut anfühlt und nie zu unangenehm ist. Genau, einmal ruhig noch zur anderen Seite. Und dann kannst du auch erstmal wieder den Oberkörper unten liegen lassen, die Füße auch liegen lassen und genau, bring dich in eine entlastete Position. Durchatmen, entspannen. Ziehe jetzt beide Knie ran zum Körper, greife beide Knie und führe kreisende und vor allem angenehme Bewegungen durch. Deine Bauchmuskeln brauchst du dabei nicht anzuspannen. Spüre den unteren Rücken, deine Lendenwirbelsäule. Spüre den Bodenkontakt. Lass die Muskeln hier weich in den Boden reingleiten. Die Knie dann wieder in der Mitte lassen und die Füße dann wieder nacheinander auf den Boden raufstellen. Ja, diese Kreisbewegungen, die führt ihr natürlich immer in beiden Richtungen durch. So, die Füße stehen hüftgelenkbreit. Als nächstes wollen wir diese Schulterbrücke durchführen. Dafür drückst du die Füße in die Matte hinein, spannst deine Oberschenkel und Gesäßmuskulatur an und hebst ganz langsam dein Becken vom Boden an. Beweg dein Becken aber nur so weit hoch, wo du noch merkst, dass sich deine Wirbelsäule gut bewegen lässt. Wenn du in einen Bereich kommst, wo sich vielleicht die Wirbelsäule ein bisschen steifer anfühlt oder die Muskeln sich ein bisschen fester anfühlen, dann bleib mal ruhig ganz kurz in diesem Bereich. Atme durch. Und dann könntest du entscheiden, ob du das Becken weiter hoch bewegst oder vielleicht auch wieder weiter nach unten bewegst. Sodass du versuchst, deine Wirbelsäule stufenweise durchzubewegen. Entscheide natürlich immer selber, wann du Pausen machst, ob du mal das Becken ganz runterlegst und entspannst. Das führe einfach so durch, wie es für dich angenehm ist. Genau, so kleine,
ich nenne es immer rollende Bewegungen, durchführen. Und versuchen vor allem in den Bereichen genau zu arbeiten, die sich vielleicht heute mal ein bisschen steifer, eventuell auch etwas unangenehmer anfühlen. Dass sich diese tiefen Muskeln viel besser bewegen lassen, diese tiefen Muskeln viel elastischer werden. Da einmal schön durchatmen, nie die Luft anhalten. Es soll sowieso nie so unangenehm sein, dass wir nicht mehr atmen können. Und wenn du dann wieder dein Becken beim nächsten Mal in Ruhe auf den Boden draufgelegt hast, dann kannst du auch dein Becken wieder unten liegen lassen. Entspann, locker ein bisschen deine Oberschenkel und lass frei. Ja, ich hoffe, auch euch hat dieses Video gefallen. Arbeitet immer so, dass es für euch ein gutes Gefühl ist. Geht selber an die Grenzen ran, aber haltet auch immer eure Grenzen ein. Gerne dürft ihr auch ein Like da lassen oder auch in den Kommentaren schreiben, was ihr als nächstes sehen möchtet.